Hallo? Ja, Hallo? schönen guten Tag. Habe ich hier den Herrn. Ja, hallo. Habe ich hier den Herrn Rakesh Kwar am Telefon? Ja, hallo? Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Saliger ist mein Name. Ja? Ich rufe an von Dinner for Dogs. Da geht es um die gesunde Tiernahrung. Ja? Für Hund oder Katze, was haben Sie denn für ein Haustier? Wir haben beides. Möchten Sie mit denen reden? Mit den Hunden und mit den Katzen? Jetzt können Sie kein Tiersprache machen? Nein. No, schade, schade. Was kriegen die Hunde denn von Ihnen zu essen? Wie viel haben Sie denn? Wie bitte? Wie viele Hunde haben Wir Sie? haben einen Hund. Ein Hund und eine Katze? Drei Katze. Oder drei Katzen, Also okay? manchmal sind Und es, die. manchmal ist es zwei Katzen, weil der eine ist eigentlich nicht meine, aber das ist auch immer hier. Ah, Ich weiß gar okay. nicht, wo das herkommt. Manchmal kommen, manchmal gehen, manchmal fressen, manchmal tote Maus bringen. Sie wissen ja. Ja. Ja, schrecklich, Und schrecklich. na, so ist es mit den Haustieren, gell? Ja, was haben Sie für Was kriegen Tiere? die denn? Ich habe einen kleinen Chihuahua-Hund. Oh, sehr gut. Muss man aufpassen, dass man den nicht einatmet. Was haben Sie für einen Hund? Wir haben so riesengroße Mischung von alles, was man kann sich vorstellen. Okay. Und er kriegt was von Ihnen zu essen? Nass- oder Das Trockennahrung? alles, was wir übrig haben, wir den geben. Okay. Sowohl Nass- als auch Trockenfutter. Ja. Oder? Okay. Also kurz zu uns, ja. Wir Dinner for Dogs sind ja Direkthersteller aus Nürnberg und sind Döner? eine 100% Dinner for Dogs, Nix so Döner. nennen wir uns. Nein, Dinner. Okay. Dinner for Dogs, Haben Sie ja. auch Breakfast for Dog? Das ist gesundes, artgerechtes Tier, also Tierfutter für Für die die Hunde und für Katzen? Katzen. Für Hunde und für Katzen. Ist es auch dann, muss ich dann nachher bei Dinner for Cat anrufen? Oder kann ich das auch mit Ihnen machen? Das können Sie auch mit mir machen, weil wir sind ja Direkthersteller. Wir sind Dinner for Dogs und Dinner for Cats. Oh mein Gott, okay, sehr gut. Haben Sie auch für Ziege? Nein, haben wir nicht. Meerschweinchen? Nein. Haben Sie einen halben Zoo zu Hause? Wir haben Ziegenfarm. Ah, schön, okay. Ja. Okay. Und Hund Nee, muss also wir haben. aufpassen, Katze müsse Mäuse töten und Meerschweinchen müsse Ja. süß aussehen. Da hat, jeder hatte seine Okay. Aufgaben. Naja, klar. Und Freilich, natürlich. freilich. Und der, Sie haben ja gesagt, der Hund kriegt Nass- und Trockenfutter, gell? Ja, richtig. Was hat der vom Gewicht her? Wie viel Kilo? Und keine Ahnung. Soll ich sie das mit Wissen? hochheben? Warte, komm mal her. Komm mal her. Das ist auch ziemlich schwer geworden. Weiß ich, 15 Kilo vielleicht? Okay. Ich werde meinen Hund nicht so oft tragen, weil er kann sehr gut laufen. Ja, okay. Ja. Also es ist halt wie gesagt so, Herr Kohr, wir haben ein 100% Naturnahrung. Das heißt, frei von allen künstlichen Zusätzen. Ja, die Sehr komplette gut. Chemie bleibt draußen. Wir arbeiten hier mit ganz viel Fleisch. Also im Trockenfutter arbeiten wir mit bei einem 12-Kilo-Sack mit 12 Kilo Fleisch und bei einem Oho. 15-Kilo-Hund, wenn Sie nass und trocken kombinieren Ja. und beides verfüttern, dann sind Sie bei uns mit einem 12-Kilo-Sack, ich muss es eben ausrechnen, gute, wenn Sie nass und trocken kombinieren, ja, gute 3, na, 4 Monate sogar fast versorgt, also 114 Tage. Vierter Ja, Monat, das ist ja fast vier sehr gut. Monate. Das ist ja sehr gut. Ja. Und ist Und das auch für Allergik zu nehmen? die Frage ist, gegen was ist er allergisch? Das kann Schwein und Rind nicht vertragen. Schwein und Rind. Okay, darf er dann Lamm? Das habe ich, glaube ich, wir haben immer Rentier nehmen. Und Ach, so Ente Special und Futter. Huhn. Ja, Ente und Huhn wahrscheinlich, oder? Nehmen Sie derzeit. Ich müsste drauf gucken, aber es ist irgend so Ja. ein Fliegenvogel. Okay. Okay. Also, wie gesagt, Ente, Huhn haben wir auch da, wenn er, wie gesagt, gegen Schwein und Rind allergisch ist. Na, Ja. würde ich Ihnen Ente mit Huhn empfehlen. Ja. Kosten, wie gesagt, bei uns 12 Kilo, 47,70. Sind sie aber für 4 Monate versorgt, wären sie im Monat bei knapp mal zwei, also bei 11,92 €. Werde Sie Ihr Firma das selber Herstellung machen? Naja, wir sind ja Direkthersteller. Ach Wir so. stellen das hier direkt her, genau. Wir sind Dinner for Dogs. Und wo ist wo wird das Unser Herstellung? Sitz hier in Nürnberg. Und da wird es auch produzieren? Richtig?
Sehr gut. Und, ja, das, also und dann, weil wir haben auch von den Nachbar, der ist, ja. Der hat Unfall gehabt und der ist verstorben. Und da habe okay. ich einen Teil von dem Land, der hat übernommen, das, oder? Der Erbe, der hat das, wollte den nicht haben, da habe ich das bekommen. Und der ja. hat so Stall mit ganz viel Ente. Kann man das bei Ihnen okay. bringen? Nee. Aber warum denn? Da können Sie doch für Produktion nehmen. Das ist Bio-Ente. Das so, wäre sonst ja. immer so für Weihnachten, haben die immer machen. Okay. Aber ich kann okay. das, ich habe probiert, die Ziege wollte das nicht fressen. Vielleicht dachte ich, vielleicht kann man das bei Sie verkaufen. Das, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht für die Fleisch-Dings her zuständig. Ja, ich bin können dafür Sie, zuständig. Können Sie da einmal bitte fragen? Das, wie gesagt, per E-Mail können Sie da gerne mal nachfragen. Ich kann soll Ihnen ich gerne dann, E-Mail geben. Soll ich da, soll ich da Foto mit beischicken? Genau. Und wie ist das? Haben Sie Produkte mit Ziege? Nee, also mit Ziege haben wir kein Produkt. Schade, weil da hätte ich auch, das ist heute Morgen, bin ich mit Wagen, da ist eine gestorben, da habe ich gedacht, vielleicht kann man das bei Sie bringen. Aber nee, dann muss ich da nee. Mal mit Ente, wir haben 70 genau. Stück. Oder sollen wir das zu Restaurant bringen? Ja, oder zum, genau. Ich weiß ja nicht, das, vielleicht können Sie ja. gute Preise machen, weil noch sind den also frisch. Also ich bin dafür nicht zuständig. Ja, aber meine Bitte an Sie ja? ist, vielleicht mit dem Hund einfach mal unser Futter kennenzulernen, unser Trockenfutter. Einmalig kennenlernen, Ente mit Huhn, 3x4 Kilo Säcke für 47,70, versandkostenfrei bis an die Haustür. Und das, machen wir das einmalig einmal? Und das ist dann, das kann man das auch für weibliche Hunde nehmen? Ja, das ist doch egal, ob weiblich oder männlich. Das ist doch wegen Hormonik. Oder ist das egal? Na, das, also, wie gesagt, das Futter ist ab dem 4. Lebensmonat zu verfüttern, egal ob männlich oder weiblich, also egal ob Rüde oder Hündin. Ja, das weiß ich ja nicht. Weil ich hab das, der Hund ist eigentlich auch nicht meiner, der auch hier immer nur rumlaufen. Ach so. Okay, also eigentlich aber bin ich hierher gekommen und gesagt, wir werden einen Ziegenfarm machen. Das ist mit meinem Sohn und dem Bruder und mit Schwager. Ja. Und zuerst ein Katz kommen, dann waren da zwei ja. Katze. Dann haben wir irgendwann sagen, alles klar, das sind jetzt unsere. Da haben wir da so Chip reinmachen lassen. Mhm. Haben wir den quasi gestohlen. Die dritte Katze, wie gesagt, das kommt und geht immer. Und der Hund ist auch irgendwann da gewesen. Ja, aber dennoch müssen sie ja den Hund verfüttern, oder? Ja, das ist richtig. Das ist so ein lustiger Geschichte, weil hier immer Tiere hinkommen. Vielleicht ist, okay, das, vielleicht ist das mal Tierfriedhof gewesen. Ich weiß nicht, was die hier vorher keine machen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, machen wir das doch einmalig einmal, das, Herr Kohr. Das Problem ist auch, dass wir haben immer so ganz viele Zugvögel, die wollen immer bei Ziegestallen mit Einnistung machen. Und das ja, ist immer das Vertreibung, ja, ja. Sehr Zeitintensivung zu machen. Haben Sie was mit Katzenminze? Weil da kann ich noch mehr Katzen anlocken. Was haben wir? Nee, das haben wir nicht. Kein nee. Katzenminz? Ist das bei Futter mit denen? Bei denen? Nee, also haben wir nicht. Wir haben mal Futter, wie gesagt, wir haben Futter, was ich Ihnen jetzt für den Hund empfohlen habe, ist das mit Ente und Huhn. Und was ist bei... Was ist bei der Katze mit denen? Bei der Katze ist Geflügel, Rind und Fisch mit. Rennen. Haben Sie was, wo keine Rinder mit sind? Weil bei uns in Indien, mhm. das Kühe sind sehr heilige Tiere, das kann ich nicht verfüttert machen. Nee, also haben wir leider nicht. Also das, was ich Ihnen für den Hund empfehle, ist Ente mit Huhn. Und ist da auch... Für die Katze muss ich dann passen. Ist das garantiert kein Rind drinnen? Da ist garantiert kein Rind drinnen. Wird es bei, Ente und Huhn. Wird es bei selben Fabrikabfüllung machen? Bitte? Wird es bei denselben Fabrikabfüllungen machen wie der andere Futter? Wie gesagt, wir sind Direkthersteller aus Nürnberg und stellen das hier her, also stellen das her, ja. packen das frisch ein und es geht frisch außer Haus raus. Ja, ist das, dann frisch dann die Haus. Ist es bei gleicher Anlage, wo auch das andere wird hergestellt werden? Wie Weil dann ist da ja auch Rind mit drinnen. Nein. Das sind ja das dann ist, wie gesagt, Rückstände. Das können wir gar nicht so machen, Herr Quor. Wir können ja nicht sagen, da ist, natürlich bieten wir auch Rindfleisch an, Futter an. Ne, aber wir können ja nicht dokumentieren, dass Ente und Huhn drin ist und dann tun wir Rind mit rein. Nein, das wollte ich ja auch nicht sagen, aber wenn das bei selber Rohr drinnen vorbeikommen, dann wird es ja, da ist ja da vorher die Kuh drin gewesen. Nein, es wird ja schon extern extra alles abgepackt. Also
Also Ja, ist, wo. kann man da von Produktmarketing, kann man da eine E-Mail kriegen, dass da, dass die schreiben, dass da kein Rückstand von Kuh drinnen, weil sonst kann ich das nicht nehmen. Das ist Also große. ich kann Ihnen gerne die Zusammensetzung mal vorlesen. Bei uns sind 65% tierisches Eiweiß am Gesamteiweiß drinnen. Davon haben Sie 35% aus Ente und Ja. 30% aus Huhn. Ja? Ja. Und alles andere bleibt draußen. Ja, kann man das einmal, dass das dem Management, dass die uns das einmal schicken, weil sonst kann ich das nicht nehmen. Das ist große gefährlich, wenn das ist mit der Kuh drin. Ich sagte doch, da ist keine Kuh drinnen, Ja, Herr Kohr. ich muss das ja schriftlich haben. Sonst, wenn dann irgendwas passiert, dann kann ich sagen, hier, das ist nicht meine Schuld gewesen. Ich habe das einmal haben mit Düngemittel und da ist dann auch, da ist Kuhmehl drin gewesen. Da musste ich den ganzen Boden wegnehmen. Also wie gesagt, ich kann Ihnen nur sagen, wie es ist. Wenn wir haben viele Allergiker Ja. in unserem Kundenstamm, die eben auch das Futter verfüttern, wenn jetzt der Hund zum Beispiel gegen Rind allergisch ist, Ja, ja, oder gegen Schwein. ich bin ja nicht gegen die Kuh allergisch, aber das ist heilige Tieren und das kann ich nicht bei meinem Futter drin haben. Deswegen empfehle ich Ihnen das mit Ente und Huhn. Ja, kann man das einmal schriftlich haben, dass die mir ein E-Mail Wir schreiben, sind sagen, Hallo Rakesh, da ist das nicht wir drinnen. sind ein reines Telefonvertrieb, Herr Quor. Ja, aber da Also habe ich wir doch, machen unsere Angebote immer übers habe Telefon. Sie keinen Computer? Natürlich, ich sitze vom PC. Also wie gesagt, wir lassen das dabei, Herr Quor, ja? Ich Ja, wünsche Ihnen alles Gute. möchten Sie das mit der Kuh, das hätte ich einfach auflegen.